Herzlich willkommen heute zum Thema Betriebsübernahme. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr nicht nur eine ganze Reihe von Menschen dabei, sich zu gründen, sondern auch Betriebe zu übernehmen oder zu übergeben, also zu verkaufen. Meine Aufgabe wird es nun sein, dir einen kleinen Überblick zu geben, was da alles auf dich zukommt, ein paar Worte zu der Reihenfolge zu sagen und auch, welche Vor- und Nachteile dieser Prozess hat. Kommen wir zum ersten Punkt, zu den Vorteilen. Der erste große Vorteil ist, dass du eine sogenannte belastbare Vergangenheit hast. Das bedeutet, wenn du zu den Banken gehst, dann ist es nicht mehr nur so, dass du wie beim Gründer einen Finanzplan hinlegst und sagst, ja, so könnte es vielleicht werden unter Umständen. Nein, du kannst die letzten 2, 3, 4, 5, vielleicht bis zu 10 Jahren Jahresabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertung vorlegen und damit den Banken sichtbar machen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du das Geld auch zurückbezahlen kannst. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, es ist alles vorhanden. Der Standort ist da, die Mitarbeiter sind da, die Produkte, die Dienstleistungen, die Preislisten, die Prozesse im Betrieb, wie Finanzbuchhaltung abläuft, das Marketingkonzept, die Marke ist da, die Kunden sind da. Also du hast bei so einem Unternehmen alles, was du brauchst. Es gibt aber auf der anderen Seite auch eine ganze Reihe von Risiken. Versteckten Risiken, ob du ein Grundstück übernimmst, wo Schäden, Umweltschäden drauf sind oder ob du ein Unternehmen übernimmst, wo die Zahlen nicht stimmen oder vielleicht Steuerlasten noch zurückkommen oder wo alles an einer Person hängt und wenn das der Betriebsübergeber ist, nun, da fällt das Unternehmen, da fällt der Umsatz zusammen und der Wert geht nach unten. Ein weiterer Nachteil ist, dass du nicht genau weißt, ob die Kunden am Unternehmen gebunden sind oder am Unternehmer, der dir das Unternehmen verkauft. Du weißt auch noch nicht genau, ob die Multiplikatoren in Zukunft auch weiter dir Kunden zuführen. Du weißt nicht genau, ob die Mitarbeiter, die im Unternehmen sind, auch bleiben werden. All das gilt es zu eruieren und auch zu bewerten, um dann auch eine Entscheidung zu treffen, das Unternehmen zu kaufen oder ein anderes. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie du Betrieb übernimmst. Das eine ist, du arbeitest schon einem und hast das konkrete Angebot oder willst dieses Angebot machen. Oder du hast noch keine genaue Vorstellung. Nun, dann gibt es aber im Internet Plattformen wie Startnext von der IHK und von anderen Agenturen betriebene Plattformen, wo Unternehmer ihr Unternehmen einstellen können und du kannst dann über einen Kontakt, über eine Vermittlungsprovision dann auch diese Kontakte bekommen und das Unternehmen erwerben. Aber egal, wie du dann zu dem Unternehmen dann gekommen bist, was du kaufen willst, der nächste Punkt ist natürlich zu wissen, wie hoch ist der Wert des Unternehmens. Du brauchst also eine Unternehmensbewertung. Und hier gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, es gibt viele Möglichkeiten, wie du den Unternehmenswert bestimmen kannst. Ob du die Liquiditätsplanung, ob du den Ertragswert oder den einfachsten Vertragswert, ob du nur die Vergangenheit bewertest oder auch die Zukunft. Nun, du hast da viele Möglichkeiten und letztendlich ist es so, dass es da keine klar gesetzlich definierte Unternehmensbewertungsmethode gibt, sondern du in der Regel viele benutzt, um dann so einen Mittelwert zu bilden, um dann den Unternehmenswert auch berechenbar zu machen. Nur wenn du den Unternehmenswert bildest, dann wirst du jetzt nicht den festen Preis haben, sondern eher so eine Fläche so von 100 bis 200.000, von 500 bis 700.000 könnte so der Wert sein. Aber es heißt noch nicht, dass der Preis dann schon verhandelt ist. Der nächste Schritt ist dann, nachdem du den Unternehmenswert bestimmt hast, dann den Preis zu verhandeln mit dem Übergeber. Und da ist es immer gut, wenn du das nicht selbst machst. Wenn du also einen Stellvertreter, einen Verhandlungsführer hast, das kann ein Unternehmensberater sein, das kann ein Steuerberater sein oder das kann auch ein Rechtsanwalt sein. In der Regel ist es so, je heißer die Phase wird, desto eher brauchst du dieses Team, diesen Dreiklang aus Unternehmensberater, Rechtsanwalt und Steuerberater. Nun, wenn du dann den Kaufpreis verhandelt hast, also vielleicht ein Letter of Intent gemacht hast, eine Vorverhandlung, dann kommt als nächstes die sogenannte Prüfung, die Tiefenprüfung. Die heißt Due Diligence und da geht dann mindestens der Wirtschaftsprüfer, wenn nicht sogar der Rechtsanwalt und der Unternehmensberater in das Unternehmen rein und guckt nach, ob es die Maschinen wirklich gibt, die verkauft werden sollen, ob die schon abgeschrieben sind, ob die Werte stimmen und der guckt sich die Bücher an, der guckt sich die steuerlichen Meldungen an, sind da Risiken nicht, guckt sich alle Verträge an. Nun, und das ist eine wichtige Aufgabe, die wichtigste Aufgabe letztendlich, wo du alles auf Herz und Nieren überprüfst, bevor du dann den Kaufvertrag unterschreibst. Und wenn du dann diese Due Diligence gemacht hast und du zum Punkt gekommen bist, jawohl, das stimmt alles, was der Verkäufer gesagt hat, die Risiken sind ausgeschlossen oder minimiert, nun, dann kannst du zum nächsten Punkt übergehen und den Kaufvertrag mit dem Rechtsanwalt erstellen, überprüfen und verhandeln. Und wenn dieser unterschrieben ist, nun, dann kommt dann irgendwann der Tag X des Risikoübergangs. Das bedeutet, dass dann du auch im Kaufvertrag und in den Kaufpreisverhandlungen
einplanen kannst, dass sich der Übergeber vorher schon einführt ins Unternehmen und nach dem Tag X des Risikoübergangs auch noch begleitet für 3, 6, 9 oder 12 Monate. Vielleicht sogar mit einem kleinen Salär, dass er auch finanziell motiviert ist. Nun, wenn du da mittendran dann noch die Finanzierung brauchst, das heißt also Fremdmittel brauchst von Banken und Fördermitteln, nun, dann können wir dir auch dabei helfen, nicht nur das Fremdkapital zu beschaffen, wir können dir auch sagen, wie viel Eigenkapital du mitbringen solltest oder welche Möglichkeiten es gibt, das Eigenkapital aufzustocken. Und natürlich, bevor du den Vertrag unterschreibst, ist es auch relevant, sich über die Zahlungsmodalitäten auszutauschen. Also wird alles auf einmal bezahlt? Gibt es verschiedene Raten? Oder gibt es eine lebenslange Rente? Oder wird der Übergeber eine Mietzahlung bekommen oder eine Pacht? Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du dann die Finanzierung aufbaust bzw. die Zahlungsmodalitäten abbildest. Zusammengefasst ist es also so, dass du um dich herum ein kleines Team brauchst. Rechtsanwalt, Steuerberater, Lebensberater und du kannst dann Unterstützung bekommen, denn du wirst nicht so häufig einen Betrieb kaufen und wieder verkaufen. Und da macht es Sinn, Expertise, Menschen an der Seite zu haben, die das schon ein paar Mal erlebt haben. Du hast nun die Möglichkeit, ein kostenfreies Erstgespräch zu vereinbaren. Gerne kannst du dort alle deine Fragen stellen und wir können dir dann auch aufzeigen, wie wir dich begleiten können und welche Fördermittel du dafür beantragen kannst. Gerne aber auch kannst du unseren Kanal jetzt abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.